Also erstmal vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Vielen Dank vor allem auch für die Einladung. Es ist mir immer eine große Freude, nach Wien zu kommen. Also mich muss man gar nicht zwingen, hierher zu kommen. Und ich habe schon viele Vorträge gehalten, aber ich habe noch nie mit so einem schönen Blick vorgetragen. Ich hoffe tatsächlich, dass ich mich jetzt nicht die nächsten 40 Minuten zumindest nicht ablenken lasse. Dann freue ich mich natürlich, im Rahmen dieser Veranstaltung hier zu sprechen, zu Verschwörungsmythen, Verschwörungstheorien. Und wenn wir, jetzt muss ich noch auf meine Präsentation warten, wenn wir von Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen sprechen, dann haben wir automatisch, automatisch, glaube ich, Bilder von entsprechenden öffentlichen Figuren und auch öffentlichkeitswirksamen Figuren im Kopf. Und ich glaube, es ist sehr interessant, sich mit diesen Figuren zu beschäftigen, auch mit den Biografien, und das wird ja auch viel getan, darum werde ich mich um diese Figuren nicht kümmern. Und ich werde mich mit solchen Figuren auch deswegen nicht beschäftigen, weil sie mir im Grunde zu extrem sind, beziehungsweise weil mir ihr Extremismus zu offensichtlich ist. Also man kann ja an diesem Getriebensein von jemandem wie Ken Jebsen kaum mehr vorbeisehen. Also schon physiognomisch ist es kaum möglich, daran vorbeizusehen. Was mich stattdessen viel mehr interessiert, sind eigentlich viel banalere Formen von Extremismus, viel alltäglichere Formen, vielleicht auch Formen von Extremismus, die wir alle irgendwie kennen, die wir aber eigentlich nicht als Extremismus bezeichnen würden. Und deswegen spreche ich absichtlich, und das hat ja mein Titel schon gezeigt, von Selbstverhärtung. Also das ist der Begriff, mit dem ich heute irgendwie operieren werde. Mein Vortrag trägt den Titel Geschichten und Bilder von Selbstverhärtung und Radikalisierung. Bevor ich beginne, noch einen ganz kurzen persönlichen Einstieg. Ich habe vor einigen Jahren mal ein Interview geführt mit Dietrich Diederichsen, dem Kulturtheoretiker, der auch hier in Wien lehrt. Und ich saß mit ihm in seinem Büro und es ging eigentlich um Fragen wie, welche Rolle Identität heute spielt und wie sich Identität in unterschiedlichen Formaten, es ging um Castingformate im Fernsehen, aber auch soziale Medien ausdrückt. Und er hat damals eine sehr interessante Beobachtung gemacht, die mich zu dem Zeitpunkt des Interviews sehr überfordert hat irgendwie. Er hat nämlich gesagt, es gäbe eine neue Formulierung, die er so immer wieder bemerkt habe, nämlich, dass Menschen über sich sprechen mit folgender Formulierung: Ich bin ein Mensch, der. Und das kennen Sie bestimmt alle, das haben Sie schon mal gehört. Und das ist deswegen so eine interessante Formulierung, weil man mit einer sehr starken Behauptung eines Ichs einsteigt in den Satz, also ich bin, dann so tut, als könne man sich von außen beobachten, ich bin ein Mensch, und dann hängt aber auch noch irgendwas dran, was sich verändern kann. Ich bin ein Mensch, der samstags gerne mal über die Stränge schlägt, oder ich bin ein Mensch, der gerne österreichischen Weißwein trinkt oder sowas. Also es hängt noch irgendein Zusatz dran. Und er hat die Beobachtung gemacht, dass das eine ganz interessante Art und Weise ist, über sich selbst zu sprechen, weil man sich selbst auf eine Art und Weise festschreibt, ich bin ein Mensch, und öffnet, weil daran noch was dran hängt. Und dieses zugleich von Offenheit und aber auch Abschließung, das sei für ihn so ein Signum der Gegenwart. Und darum schreibt er, oder das ist aus dem Interview, hat er damals gesagt, wenn man also sagt, ich bin ein Mensch, der, soll wieder Boden unter den Füßen gewonnen werden. Und ich glaube, diese Gruppe nimmt zu. Dann eine kurze Pause. Und diese Fragen würde ich mit Bezug auf derzeitig verbreitete Lebensstilentscheidungen, die wieder so eine Bindungskraft haben, stellen. Und genau um das wird es in meinem Vortrag heute gehen, Lebensstilentscheidungen, die Bindungskraft haben. Und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Thema. Am 26. Januar 2017 hält der Medienwissenschaftler Norbert Bolz anlässlich des Erscheinens seines Buchs Zurück zu Luther einen Vortrag im Rahmen einer Abendveranstaltung der Bibliothek des Konservatismus in Berlin. Sowohl der Vortragende Norbert Bolz als auch das Thema Luther als auch der Ort, die Bibliothek des Konservatismus, sind, glaube ich, schon bereits interessante Informationen für unser Thema heute hier. Norbert Bolz, der Medienwissenschaftler, passionierte Twitterer, einst Werbegesicht der Deutschen Telekom, hat
bei Jakob Taubes gearbeitet hat, eine wirklich hervorragende Habilitationsschrift über philosophische Extremismen der Zwischenkriegszeit geschrieben, spricht also über Martin Luther, auch eine extreme Figur, und zwar in der von Caspar von Schrenck-Notzing gegründeten Bibliothek des Konservatismus. Norbert Bolz ist nicht der Einzige, der dort gesprochen hat und eine Einladung angenommen hat. Neben Figuren wie Thilo Sarrazin, Bernd Lucke, Werner Patzelt, Caroline Sommerfeld haben dort auch Matthias Matusek, Norbert Greiner oder Frank Böckelmann gesprochen. Die tauchen alle im Laufe meines Vortrags noch auf. Jetzt ist alleine diese Situation, Norbert Bolz spricht über Luther in der Bibliothek des Konservatismus, glaube ich, eine interessante Melange, über die man, glaube ich, einen ganzen Vortrag halten könnte. Was mich aber am meisten interessiert, ist der Einstieg in seinen Vortrag. Denn bevor es um Luther geht, gibt Norbert Bolz eine Selbstauskunft, wer er ist, wo er steht und von wo aus er spricht. Das ist der Beginn seines Abendvortrags. Ich zitiere: Als allererstes vielleicht tatsächlich ein paar Worte zu mir selbst. Ich bin aus einer ganz, ganz anderen Ecke zu dieser Stelle gekommen. Allerdings eine Entwicklung, die viele andere auch gemacht haben. Nämlich ausgehend vom Zeitgeist der frühen 70er Jahre. Und wenn man damals Student war wie ich, dann war man einfach, soweit man Geisteswissenschaftler war, links. Und da gab es auch keine Alternative. Die wenigen, die das nicht waren, die blieben unter der Wahrnehmungsschwelle. Und so war das eben für mich auch ganz selbstverständlich. Es war wichtig, dass man die Frankfurter Rundschau unter dem Arm hatte, um zu signalisieren, dass man auf der richtigen Seite der Welt steht. Dazu gehörte ich unbedingt auch. Als ich dann ein gewisses Alter erreicht habe, hatte ich dann auch den Mut zu sagen, okay, ich bin konservativ, was soll's? Aber Sie sollten das nicht unterschätzen, falls Sie nicht selbst Universitätserfahrung haben. In den Geisteswissenschaften an der Universität ist das eine Position, mit der Sie sich aus allem ausschließen, was es überhaupt gibt. Sie existieren dann überhaupt nicht mehr. Das kann man, finde ich, erst riskieren, wenn man alt genug ist, so wie ich. Vorher ist es tödlich. Also es sind mehrere Dinge, die ich an diesem Ausschnitt interessant finde und die ich wirklich für signifikant für eine bestimmte Erzählweise des eigenen politischen Selbst im Moment halte. Zuerst der allererste Satz. Es scheint aus meiner Sicht derzeit ein großes oder wachsendes Bedürfnis wiederzugeben, Rechenschaft abzulegen, wer man ist und wo man steht. Und nicht wenige dieser oftmals ungefragten Selbstpositionierungen nehmen tatsächlich die Form des Bekenntnisses an. Zweitens sticht natürlich auch ein gewisses Pathos in diesem Zitat ins Auge. Norbert Bolz stilisiert sich als jemand, der Mut bewiesen hat, der ein extremes Risiko eingegangen ist und der auch Glück hatte, denn diese Heldentat hätte auch tödlich enden können. Und drittens, das ist für mich eigentlich die interessanteste Beobachtung, ist natürlich die Form der Erzählung interessant, denn was Bolz hier anbietet, ist eine klassische Konversionserzählung. Und ich würde behaupten, dass, wenn man sich so umschaut, wie derzeit das eigene Leben und das eigene Selbst erzählt wird, man immer wieder, sei es in privaten Gesprächen, in Social-Media-Profilen und in öffentlichen Selbstdarstellungen auf dem Sachbuchmarkt, eine Erzählweise zu finden ist, nämlich die Konversionserzählung. Also die existenzielle Umkehr in irgendeinem Bereich des eigenen Lebens. Nicht die klassische religiöse Konversion, sondern womöglich in anderen alltagspraktischen Fragen. Ich komme darauf später noch zu sprechen. Jetzt könnte man natürlich bei Norbert Bolz sagen, dass für diese Selbstbeschreibung in gewisser Weise das gilt, was Winston Churchill mal gesagt hat, dass wer mit 20 kein Sozialist ist, kein Herz hat, wer mit 40 noch Sozialist ist, kein Hirn hat. Und das stimmt vielleicht, es gibt diese Erzählung, ich war früher links, bin jetzt rechts, aber ich glaube, man unterschätzt das, denn diese Art der politischen Umkehr, und ich werde noch einige Beispiele später zeigen, hat nichts damit zu tun, dass man ein bisschen gereift ist oder dass man fortan einer anderen Partei seine Stimme gibt, sondern dass man fortan ein anderer Mensch geworden ist. Es ist eine radikale Wandlung der eigenen Position und der eigenen Person. Und ich glaube, dass diese Wandlung zum Erkennungsmal wird des eigenen politischen Selbst und vor allem wird sie zu einer bestimmten Diskursstrategie. Also man hat eine bestimmte Strategie im öffentlichen Diskurs. Jetzt muss ich noch vorwegschicken, dass natürlich die Konversionserzählung überhaupt alles andere als ein neues Phänomen ist. Berichte der inneren eigenen Umkehr
sind so alt wie Erzählungen des eigenen Lebens überhaupt. Ja, mehr noch, wahrscheinlich sind die drei berühmtesten Biografien, die wir kennen, sind allesamt Konversionserzählungen. Also das Damaskus-Erlebnis des Paulus, die Bekenntnisse von Augustinus und die Bekenntnisse Rousseaus. Also das sind drei maßgebliche Texte in der abendländischen Tradition, die mitbestimmt haben, wie man über sich selbst spricht, sind allesamt Konversionsgeschichten. So wenig also die Konversionserzählung ein an sich neues Phänomen ist, so sehr scheint doch die gegenwärtige Betonung der eigenen politischen Umkehr, nebenbei gesagt, das ist eine Erzählung, die gerne Männer machen, auf eine neue Situation zu verweisen. In diesem kurzen Statement von Norbert Bolz geht es eben nicht darum, fortan einer anderen Partei seine Stimme zu geben, sondern er erzählt uns, dass er nun als eine andere Person als früher zu uns spricht. Und das ist, glaube ich, der Wesenskern aller politischen Konversionserzählungen, an denen sich aus meiner Sicht nicht nur ein bisweilen sehr heroischer Ton zeigt, sondern eben auch eine bestimmte Strategie im Umgang mit Kontingenz, mit Ambiguität, mit Unbestimmtheit und auch mit Kritik von anderen. Um Ihnen zu zeigen, dass das kein Einzelfall ist, ein paar weitere Dokumente, es tut mir leid, man sieht es leider, glaube ich, ganz schlecht, zumindest das Buch in der Mitte sieht man schlecht. Es gab aus den großen deutschen Zeitungshäusern in den letzten anderthalb Jahrzehnten fast aus allen großen Häusern jeweils einen männlichen Journalisten, der so einen politischen Bekenntnistext geschrieben hat. Und viele dieser Texte waren eben auch so Konversionsgeschichten. Also den Anfang hat damals gemacht Jan Fleischhauer, 2009, damals noch beim Spiegel mit seinem Buch Unter Linken, auch eine versteckte, aber auch, würde ich sagen, eine Konversionsgeschichte. Ulrich Greiner von der Zeit, Matthias Matusek, damals auch noch beim Spiegel, Rainer Hank von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Sie alle haben offen Auskunft gegeben, wo sie jetzt politisch stehen und inwiefern sie heute woanders stehen, als sie früher standen. Und das ist auch kein rein deutsches Phänomen. Hier nur mal eine Liste von Beispielen aus den USA. Um Ihnen zu zeigen, wie solche Erzählungen aufgebaut sind, ganz grundlegend, wende ich mich jetzt mal einem der, ja, wenn man so will, reflektiertesten und leisesten Vertreter dieser Textsorte zu, nämlich Rainer Hank. Rainer Hank war, man sieht es leider gar nicht, also links wäre jetzt das Buch. Das Buch trägt den Titel Links, wo das Herz schlägt, Inventur einer politischen Idee. Also Rainer Hank war lange bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dann Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und er hat 2015 dieses Buch eben geschrieben, auch ein Bekenntnistext. Rainer Hank gibt an, wo er politisch steht und macht sich in diesem Buch auf die Spurensuche seines eigenen politischen Ich. Und vor allem macht er sich auf die Suche, wann es in seinem Leben zu einem fundamentalen Bruch gekommen ist. Er beschreibt, wie er als Schüler und Student in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit ganz selbstverständlich, wie Norbert Bolz vorher auch, als Linker sozialisiert wurde und dieses Linksein auch nie jemals ernsthaft in Frage gestellt hat. Dass es aber an einem bestimmten Punkt in seinem Leben zu einem Bruch mit diesem Linkssein gekommen ist und dass ihm dieses vergangene Ich zunehmend fremd geworden ist. Ich zitiere: Ich will das alles auch heute noch ernst nehmen. Beunruhigend aber ist, welchem absurden Glauben wir teilweise anhingen, in dessen Glaubenssätzen wir einander bestätigten, ohne etwas zu verstehen, weil es an diesen Phrasen nichts zu verstehen gab. Beunruhigend ist auch, wie es kommen konnte, dass wir, die wir doch groß geworden waren, mit dem unbedingten Anspruch, alles und jedes zu hinterfragen, die linke Selbstverständlichkeit selbst nicht hinterfragen wollten oder konnten. Das Nicht-Hinterfragen des Linksseins war offenbar allen aus meiner Generation damals gemein. Zitat Ende. Rainer Hank blickt also beunruhigt auf sein vergangenes Ich zurück, das gefangen war in Glaubenssätzen und absurden Praktiken der wechselseitigen Selbstbestätigung. An diesem kurzen Ausschnitt lässt sich zeigen, was der amerikanische Religionspsychologe James Luber einmal als die Dreigliedrigkeit der Konversionserzählung beschrieben hat. Die Konversion ist als ein datierbares Ereignis der Umkehr, trennt ein falsches Leben vor der Konversion von einem richtigen Leben nach der Konversion.
An einem bestimmten Punkt seines Lebens beendet Hank also dieses Nicht-Hinterfragen des Linkseins, verabschiedet sich davon und wird überzeugter Wirtschaftsliberaler. Er wird kein Rechter, aber er wird Wirtschaftsliberaler. Nebenbei bemerkt nur ganz kurz, es ist interessant, dass die meisten Konversionserzählungen, die wir kennen, von links nach rechts sind. Ja, kann ich dazu in der Diskussion was sagen? Ich glaube, es gibt dafür einen logischen Grund, nicht so sehr einen persönlichen. Rainer Hank kann im Übrigen das exakte Datum seiner eigenen Wandlung sehr genau bestimmen, was auch ein weiteres Kennzeichen vieler Konversionserzählungen ist. Bei ihm war es ein Vortrag von Herbert Giersch, dem damaligen Chef des Kieler Weltwirtschaftsinstituts, das für ihn ein wirkliches Erweckungserlebnis war. Ich zitiere nochmal: Ich würde es mir zu leicht machen, den Weg zum Liberalen als Entwicklungsroman der reinen Vernunft zu erzählen, aber all jene, die die Erweckung dem Gang des reinen Opportunismus zuschreiben, liegen ebenfalls falsch. Um es nicht zu lang zu machen, mein liberales Erweckungserlebnis ereignete sich nicht in der Redaktion der FAZ, sondern Anfang der 90er Jahre bei einer eher unspektakulären Konferenz über die Zukunft der Arbeit. So bin ich ein Liberaler geworden, einer, der sich immer mehr radikalisierte. Dass mit politischer Konversion, ja Konversion im Allgemeinen, nicht selten auch eine Radikalisierung des eigenen Lebens und des eigenen Alltags einhergeht, ist ebenfalls ein Topos, der in meinem untersuchten Material immer wieder auftaucht. Radikalisierung kann heißen, ganz bewusst mit der Vergangenheit zu brechen, ganz gezielt Konflikte zu suchen oder absichtlich mit Freunden und Bekannten zu brechen. All das wird jedoch niemals, und das ist, glaube ich, entscheidend, als Verlust beschrieben, sondern als Freiheits- oder Lustgewinn. Und das ist, glaube ich, ein zentrales Motiv fast aller von mir untersuchten Erzählungen. Verzicht, sei es auf Kontakte, Karrieren, Freunde, Publikationschancen, wird zu Freiheits- und Lustgewinn aufgewertet. Im bereits erwähnten Buch von Jan Fleischhauer heißt es beispielsweise an einer Stelle, ich zitiere: Es ist gar nicht mehr schlimm, nicht mehr links zu sein. Man verliert ein paar Freunde und gehört in bestimmten Kreisen nicht mehr dazu, aber dafür bessert sich schlagartig die Stimmung. Zitat Ende. Was bei Fleischhauer noch betont lässig daherkommen soll, wird von anderen deutlich dramatischer erzählt. Also bei Norbert Bolz war es der Hinweis, dass diese Geschichte hätte tödlich ausgehen können. Und in diesem paradoxen Zusammenhang aus freiwilligem Verzicht und persönlichem Gewinn liegt aus meiner Sicht nicht nur ein Kennzeichen der Konversion, sondern vielleicht tatsächlich auch ein Kennzeichen unserer Gegenwart. Ein weiterer Punkt, der bei Rainer Hank auffällt, ist, dass er ganz bewusst von Erweckung spricht. Auch das ein Kennzeichen von Konversionserzählungen. Denn so genau in den meisten Fällen das Datum der Umkehr bestimmt werden kann, so ungenau wird eigentlich über die wirklichen Gründe können die wirklichen Gründe angegeben werden. Ich glaube, man unterschätzt diese Erzählungen, wenn man darin allzu viel Kalkül vermutet. Viel häufiger ist eben von Erweckung die Rede. Der Religionspsychologe William James hat darauf hingewiesen, dass Konversionserzählungen meist durch einen Moment der Ineffabilität gekennzeichnet sind, also durch einen Moment des Getroffenwerdens und die Unfähigkeit dieses Getroffenwerdens wirklich zu reflektieren und zu versprachlichen. Fassen wir also zusammen, was sind die Kennzeichen von Konversionsgeschichten? Zum einen die Dreigliedrigkeit, die Umkehr trennt ein falsches Leben früher von einem richtigen Leben heute. Meistens die Datierbarkeit der Umkehr, also es gibt ein Ereignis, das zur Umkehr geführt hat, aber dieses Ereignis war so dramatisch, dass man es eigentlich nicht reflexiv auflösen kann, sondern man wurde wirklich getroffen. Es geht mit der Konversion oft eine Beschränkung einher oder ein Verzicht, der aber nicht als Verzicht beschrieben wird, sondern eigentlich als Gewinn, persönlicher Gewinn. Nimmt man all diese Merkmale zusammen, zeigt sich, dass die Form der Konversion eine Selbstpositionierung ermöglicht, die aus diskursstrategischen Gründen sehr faszinierend ist. Denn wer konvertiert ist, kennt die andere Seite, die falsche Seite, und ist unempfindlich für Gegenargumente. In einer Welt der Kontingenz, der Pluralität, der Ambiguität gestattet die Konversion ein geradezu antidiskursives, antideliberatives Moment. Es mag noch so viele Gründe, Gegenargumente geben,
Ich muss sie nicht mehr hören, denn ich kenne sie von früher. Und ich weiß, dass sie falsch sind. Und dass sie falsch sind, kann ich durch meine eigene Erfahrung beglaubigen. Insofern entziehen sich Konversionsgeschichten in gewisser Weise ihrer Versprachlichung. Sie sind in diesem Sinne auch nicht verallgemeinerbar, sondern bleiben immer höchstpersönlich. Und gerade dieser Verweis auf die eigene Geschichte und die eigene Erfahrung erweist sich als eine wirksame Immunisierungsstrategie gegen all die diskursiven Zumutungen von außen, die wir alle kennen und mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Die Zunahme von anderen Sprechern im öffentlichen Raum, die Zunahme von politischen Arenen, in denen auf einmal ganz viele sofort mitsprechen können, kritisch mitsprechen können, und auch die Verschärfung des Tonfalls. Die Konversion ist aus meiner Sicht eine Reaktionsweise, auch mit diesen diskursiven Zumutungen umgehen zu können. Es geht eben nicht mehr darum, klassisch bürgerlich das eigene Selbst in Einklang mit Ansprüchen und Anrufungen von außen zu bringen. Es geht eher darum, endlich empfänglich für die Bedürfnisse des eigenen Ich zu werden. Ob bei Norbert Bolz, Rainer Hank, Matthias Matusek oder vielleicht am deutlichsten beim nächsten, Manfred Kleine-Hartlage, überall wird die eigene politische Umkehr als Heilung und somit eben als das Resultat einer längst überfälligen Wachsamkeit sich selbst gegenüber beschrieben. Ich komme damit zu meinem nächsten Fall, an dem man das wahrscheinlich am besten zeigen kann, worum es mir heute geht. Manfred Kleine-Hartlage, freier Publizist, hat Sozialwissenschaften studiert, ist nach eigener Auskunft durch die harte Schule marxistischer Lesekreise in seinem Studium gegangen, verdankt denen im Übrigen auch nach eigener Aussage die Schärfe seines Verstandes, war von 1981 bis 1996 SPD-Mitglied, nach eigener Auskunft noch bis 2007 SPD-Wähler, publiziert aber seit einigen Jahren unter anderem in einem Antaios-Verlag, in der Sezession der Jungen Freiheit und ist momentan regelmäßiger Kommentator in der rechten Monatszeitschrift Zuerst. Am interessantesten ist wahrscheinlich dieses Buch, Warum ich kein Linker mehr bin. Der Titel ist im Grunde schon die ganze These. Und gleich zu Beginn dieses Buches imaginiert sich Kleine-Hartlage als das vergangene Ich, das nun zum Leser seines eigenen Textes wird. Noch vor 10 Jahren wäre ich wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen, wenn ich hätte lesen können, was ich heute schreibe und sage. Aber nicht nur seinem vergangenen Ich wäre das heutige Ich fremd, dasselbe gilt auch umgekehrt. Ich bin als Teenager auf den Holzweg geraten und es liegt in der Natur der Sache, dass gerade Teenager zum utopischen linken Denken neigen, einfach deshalb, weil es ziemlich langwierig und anstrengend ist, auch nur bruchstückhaft zu erkennen, wie die Welt tatsächlich ist, aber ziemlich leicht sich auszudenken, wie sie sein soll. Zitat Ende. Wie die Welt tatsächlich ist, auch das ist so eine wiederkehrende Trope. Es ist eben der unverstellte Blick auf die Realität, der durch die Konversion gewonnen wurde. Die innere Umkehr ermöglicht es, nicht nur das eigene Selbst im Rückspiegel zu betrachten, sondern sie ermöglicht vor allem auch, dass all die Blockaden der Selbsterkenntnis endlich eingerissen werden. Der unverstellte Blick auf die Realität ist zugleich also immer auch ein vermeintlich unverstellter Blick auf sich selbst. Und all das wird als Befreiung beschrieben. Für mich war es eine Befreiung, endlich die Erkenntnisblockaden, an denen ich mich jahrelang erfolglos abgearbeitet hatte, fallen sehen wie die Dominosteine. Endlich verstehen, statt gekünstelt zu interpretieren, endlich die Wirklichkeit gelten zu lassen, statt sie wegzuerklären. Endlich. Das ist auch so eine immer wieder auftauchende Formulierung in diesen Texten. Endlich verstehen, endlich frei, endlich ich. Die eigenen Intuitionen und Bedürfnisse nicht länger verdrängen, sondern ihnen endlich den nötigen Raum geben. Und all das wird als Befreiung oder Heilung beschrieben. Interessant in diesem Zusammenhang ist natürlich auch die Gegenüberstellung von gekünstelter Intellektualität und quasi konkretistischem Wirklichkeitssinn. Also da ist auch so eine Dichotomie, auf die wir immer wieder stoßen. Und insofern habe ich mir gerade bei dem, was Sie gesagt haben, gedacht, das sind eben gar keine Verschwörungstheorien, sondern die inszenieren sich eher als atheoretisch.
das theoretische Reden früher war eigentlich das Illusorische. Heute geht es um einen unmittelbaren Zugang zur wirklichen Wirklichkeit. Müssten wir vielleicht auch in der Diskussion nochmal drüber reden. All das, was also früher wahlweise faszinierend oder rätselhaft wirkte, all die intellektuellen Spinnereien und aufgeheizten Debatten in Diskussionsrunden, zeigt sich nun in seiner Klarheit und Banalität. Ich selbst habe mir früher als Linker vergeblich den Kopf darüber zerbrochen, wieso jede sozialistische Revolution über kurz oder lang in einer Diktatur endet. Seit ich eure Prämissen über Bord geworfen habe, ist daran nichts Rätselhaftes mehr. Zitat Ende. Noch etwas gestattet also die Sprecherposition des Konvertiten. Er kann zu den ehemaligen Kampfgefährten weiterhin kumpelhaft du sagen, so wie der Erfolgreiche, der in die weite Welt gezogen ist und auf dem Klassentreffen mit den Schulfreunden von früher zwar mit dem Bier anstoßen kann, sich aber doch vor ihrer Provinzialität und Erfolglosigkeit ekelt. Sein nun gewonnener Wirklichkeitssinn erlaubt nicht nur einen unverstellten Blick auf sich selbst, auf das vergangene Ich und das verlassene Milieu, sondern auch auf das nun neue Umfeld. Es scheint ebenfalls ein großer Reiz an der Erzählung der eigenen politischen Wandlung zu liegen, weil sie es gestattet, dass man auch das neue Milieu angreifen kann, weil man durch die Wandlung viel schärfer und klarer sehen kann. In einem Buch mit dem Titel Konservativen Beschimpfung teilt Kleine Hartlage ebenso auch gegen die vermeintlich Rechten und Konservativen aus, deren Schwächen er eben gerade deshalb umso genauer sehen kann, als er sie kennt aus der Beobachter- und der Teilnehmerperspektive. Ich bin, wie viele wissen, kein Geborener, sondern ein gelernter Rechter, der erst nach seinem 40. Lebensjahr zur rechtsoppositionellen Szene gestoßen ist. Sich in ein Milieu zu begeben, in dem man nicht sozialisiert worden ist, bringt Vor- und Nachteile mit sich. Ein Vorteil ist zweifellos, dass man die milieuspezifische Betriebsblindheit nicht teilt. Dass man also noch imstande ist, sich über Mentalitäten, Haltungen und Vorurteile zu wundern, die für die in der Wolle gefärbten Angehörigen des jeweiligen Milieus unhinterfragbare Selbstverständlichkeiten sind. Zitat Ende. Wenn Kleine Hartlage nun durchaus auch die Konservativen angreift, dann tut er das ausdrücklich immer wieder als ehemaliger Linker, dem qua Wandlung Fehler und Missstände viel deutlicher ins Auge stechen als anderen. Gerade das macht seinen unbestechlichen Blick aus. Das ist jetzt das letzte Zitat für heute. Für jemanden, der von links kommt, erscheint die Bürgerlichkeit der Konservativen und insbesondere der oppositionellen Konservativen daher wie eine Mischung aus begrifflicher Schlamperei und grundlosem Sozialdünkel. Ich will es damit belassen. Ich hoffe, es wurde klar, worum es mir geht, und ich möchte auch nicht falsch verstanden werden. Es geht mir nicht darum, irgendwie despektierlich auf ältere männliche Autoren oder Wirrköpfe oder sowas zu sprechen oder die vorzuführen und bloßzustellen. Es geht eigentlich auch nicht um Norbert Bolz und Manfred Kleine Hartlage. Es geht mir auch nicht um subjektive Motive. Wofür ich mich interessiere, ist eine bestimmte Form der Erzählung der eigenen politischen Position derzeit. Und es geht mir also auch nicht um Einzelgeschichten, sondern um das, was bei dem Historiker Hayden White die Bedeutung der Form heißt. Also es geht mir um das Erzählformat selbst. Und ich frage mich ganz generell, in welche Formen bringen wir eigentlich unser Leben gerade erzählerisch? Und ich würde nicht sagen, dass die Konversionserzählung die dominante ist, aber ich glaube, sie ist eine signifikante, und es lohnt sich darauf zu achten, warum man sich gerade so erzählt. Also worin liegt der Reiz und vielleicht auch der Erfolg solcher Wandlungsgeschichten? Und jetzt mache ich mal einen kleinen Sprung weg von der politischen Konversion zu einem anderen Phänomen, einem Alltagsphänomen, das auf den ersten Blick ganz wenig zu tun hat mit dem, worum es bislang ging, auf den zweiten Blick aber ganz viel damit zu tun hat, würde ich jetzt behaupten. Es geht mir um solche Bilder, denen man zuhauf in den sozialen Medien derzeit begegnen kann. Vorher-Nachher-Bilder sind alles andere als ein neues Phänomen. Es gibt dafür Vorlagen in der Kunstgeschichte,
ja, man sieht es ganz schlecht, William Hogarth, Before After, das sind so etwas anzügliche kleine Kupferstiche und Malereien vor dem Geschlechtsverkehr, nach dem Geschlechtsverkehr. Man kennt Vorher-Nachher-Bilder natürlich aus dem Modejournalismus, Typveränderungen durch Frisuren. Also es ist ein Bildformat, das es schon länger gibt. Ich glaube aber, für Privatpersonen war es früher kaum möglich, sich in Vorher-Nachher-Bilder zu erzählen. Was ist jetzt so interessant an dieser Art, sich selbst darzustellen? Nun würde ich sagen, auch bei diesen Vorher-Nachher-Bildern fällt als erstes ihre Dreigliedrigkeit auf. Es gibt eine linke Bildhälfte, eine rechte Bildhälfte und vor allem gibt es eine Grenze dazwischen. Und diese Grenze ist die entscheidende Information. Der deutsche Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich hat daher zu Recht einmal behauptet, dass Vorher-Nachher-Bilder immer den Status einer These haben. Im Gegensatz zu den meisten Bildern, mit denen wir zu tun haben, haben Vorher-Nachher-Bilder einen nicht zu übersehenden und auch nicht zu leugnenden propositionalen Charakter. Jedes Vorher-Nachher-Bild ist eine These, jedes Vorher-Nachher-Bild teilt irgendetwas mit. Mit dieser visuellen Dreigliedrigkeit geht darüber hinaus noch eine Wertung einher. Denn die Grenze trennt einen besseren von einem schlechteren Zustand, einen richtigen von einem falschen Zustand. Das heißt, dass die Grenze zwar ohne eigenen Inhalt ist, dass sie aber die entscheidende Information dieser Bilder ist. Die Grenze ist das, was das Erkennungsmerkmal meiner eigenen Person geworden ist. Das kann erhöhtes Training sein, Umstellung der Ernährung, Verzicht auf Alkohol, Nikotin, Drogen, Wandel des Geschlechts, all das gibt es als Vorher-Nachher-Bilder derzeit. Und daraus resultiert auch eine ganz interessante Zeitlichkeit, Temporalität dieser Bilder. Eine Art Doppelstruktur, würde ich sagen. Wir sind gewohnt, von links nach rechts zu lesen und das ist auch die innere Logik dieser Bilder. Also links ist meistens der alte, falsche Zustand, rechts der überwundene, neue Zustand. Das heißt, wir bewegen uns von links nach rechts, um dann aber in einem zweiten Schritt wieder von rechts nach links zu blicken, also aus dem richtigen Zustand nochmal auf die Vergangenheit zu schauen. Damit wird die Vergangenheit verändert oder transponiert, und zwar in eine, die aus der Zukunft betrachtet wird. Das rechte Bild ist logisch gesehen die Zukunft des linken Bildes, aber es wandelt sich während des Betrachtens von einem, wenn man so will, einfachen Futur in ein Futur 2. Also das erste Bild wird von einer vollendeten Zukunft aus betrachtet. Noch eine Nachbemerkung zur Grenze. Diese Grenze ist zwar rein visuell gesehen wahrscheinlich das unscheinbarste Element, aber doch das zentrale Element von Vorher-Nachher-Bildern. Man kann sogar so weit gehen zu sagen, dass die Grenze eben die nicht darstellbare Arbeit und Mühe, den Verzicht und die Ausdauer anzeigt, die in der Modifikation des eigenen Ich liegt. Daher würde ich sagen, sind diese Vorher-Nachher-Bilder, die es eben zuhauf gibt auf Plattformen wie Instagram, so etwas wie die visuelle Umsetzung von Konversionsgeschichten, Konversionserzählungen. Seht her, ich bin ein anderer geworden und ich stelle diese Veränderung meist zum Besseren auch entsprechend aus. Warum erzähle ich das jetzt alles? Warum erzähle ich das im Rahmen dieser Tagung? Ich würde sagen, hierbei geht es nicht um irgendwas Gefährliches, es geht nicht um Verfassungswidriges, nicht um Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Staatsskepsis. Aber es geht auch um Formen der Radikalisierung oder ich würde sagen Fundamentalisierung. Denn das, was ich an all meinem untersuchten Material, also unter anderem solche Bilder, feststellen kann, ist, dass ein bestimmter Bereich des eigenen Lebens aufgewertet wird zur Wurzel, zum Ursprung, Radix oder eben zum Fundament des eigenen Daseins, dass damit auch ein gewisser Manichäismus verbunden ist. Es gibt ein richtiges und ein falsches Leben und dass man das, glaube ich, schon sehr ernst nehmen sollte. Ich würde daher als Soziologe dafür plädieren, dass wir, wenn wir von Radikalisierung sprechen, nicht automatisch an Ken Jebsen und Attila Hildmann und solche Figuren denken, die man ernst nehmen muss und auch untersuchen muss, sondern dass man auch an vielleicht viel banalere, kleinere Formen von Alltagsradikalisierung denken sollte.
eben jene, und damit bin ich eingestiegen, Lebensstilentscheidungen, die wieder so eine Bindungskraft haben. Und man muss sich fragen, was das Bezugsproblem für solche Bemühungen um Bindung und Bindungskraft ist. Und das will ich jetzt abschließend tun. Die Konversion ist aus meiner Sicht als ein Versuch zu verstehen, in einer Welt, in der die Sinnstiftung und Erwartungsstabilität von außen, etwa durch klassische Institutionen, zunehmend schwieriger wird. Kirchen, Gewerkschaften, Parteien und Vereine ringen allesamt um Mitglieder. Das waren ja die Einrichtungen, die den Einzelnen irgendwie stabilisiert haben. Arnold Gehlen hätte gesagt, entlastet haben. Und wenn diese Stabilisierung und Entlastung von außen immer schwieriger wird, man müsste noch die Berufskarrieren, die erwartbaren, hinzufügen, vielleicht auch Familien hinzufügen, dann muss man womöglich eine Art Fundament in das eigene Leben selbst bauen. Und dieses Fundament kann ein ganz kleiner Teil meines Lebens werden, aber dieses Fundament muss tragen. Ich weiß zwar nicht, in welcher Firma ich im kommenden Jahr arbeite, wo ich lebe, mit wem ich zusammen bin, aber ich weiß jetzt, wo ich politisch stehe. Ich weiß, dass ich kein Fleisch mehr esse, dass ich nicht mehr trinke. Ich habe also unendlich viele Kontingenzen in so einem modernen Leben, aber ein paar Sicherheiten habe ich mir selbst geschaffen. Und ich glaube, wenn man sich das Material vergleichend anschaut, das ist immer wieder, wird wieder als Reiz dieser Art von Radikalisierung in irgendeinem kleinen Bereich des eigenen Lebens beschrieben. Daher haben diese Konversionserzählungen meiner Ansicht nach auch wenig mit der Idee einer postmodernen Bastelbiografie mit Patchwork-Identitäten oder der Figur des hybriden Subjekts zu tun, sondern verweisen eher auf eine postmoderne Situation. Es geht also nicht um Uneindeutigkeit, um Spielen mit Ironie und mit Brüchen, sondern sehr viel stärker wieder um eine Form von Selbstbindung, Selbstfestlegung und, das ist der Titel meines Vortrags, auch Selbstverhärtung. Damit komme ich jetzt endgültig zum Schluss, denn ich glaube, dass sich daran auch eine Form der Privatisierung des Politischen zeigt. In den Konversionserzählungen wird oftmals eben ein Bereich des Lebens, nicht selten nah im Umfeld des Körpers, Sexualität, Ernährung, Konsum, Masken, Impfen, derart politisch und auch moralisch aufgeladen, dass dies zum Wandel der gesamten Person geführt hat. Das Problem ist nur, dass diese Geschichten, wie ich zu zeigen versucht habe, stets von höchstpersönlichen Erlebnissen, bisweilen Erweckungserlebnissen zehren und sich dadurch also sehr schwer verallgemeinern lassen. Sie können also auch nicht ohne weiteres in ein politisches Programm überführt werden, denn gerade das würde sie ihrer Einzigartigkeit berauben. Und ich glaube, das ist ein ernstzunehmendes Problem gegenwärtiger Politik und auch die so strapazierte Formulierung, wonach es gelte, die Bürger abzuholen, verfehlt aus meiner Sicht genau diesen Punkt. Und das ist, glaube ich, der logische Grund, weswegen Konvertiten so gerne als Fürsprecher ihrer selbst auftreten, die eben keine Repräsentanten mehr brauchen, weil niemand ihre eigenen Erfahrungen repräsentieren kann. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank für diesen tollen Vortrag, der, glaube ich, nochmal eine etwas breitere, nochmal eine breitere Perspektive auf das Phänomen der Radikalisierung aufgemacht hat. Ich hätte natürlich einige Anschlussfragen, aber ich würde gerne mal erstmal das Publikum fragen. Gibt es Ihrerseits Rückfragen, Verständnisfragen, Nachfragen? Ja, gerne. Achso, ich glaube, Sie brauchen auch ein Mikrofon für die Aufzeichnung. Danke. Ich arbeite im Bereich Sekten und da ist dieses Thema der Konversion etwas ganz Wesentliches und zwar sowohl in die Gruppe hinein, aber auch aus einer vereinnahmenden Gruppe hinaus. Und ich habe das sehr faszinierend gefunden, dass es ganz die gleichen Geschichten sind, die Selbstgeschichten. Also da geht es ebenfalls sehr darum, dieses wichtige Ereignis, das davor und das danach, wobei diese Veränderung nicht unbedingt ins Konservativere gehen muss. Also es gibt da jede Menge Bücher von Aussteiger von den Zeugen Jehovas, auch mehr Männer als Frauen, die diese Bücher schreiben, die aber eher dieses Ausbruch aus einem sehr engen, strengen, konservativen Bild beschreiben. Auch mit ganz ähnlichen Worten, mit ähnlicher Selbstdarstellung. Jetzt bin ich so ein bisschen am Überlegen, was davon...
Ist das jetzt wirklich alleine schon ein Zeichen für Radikalisierung? Weil es geht ja oft ganz darum zu beschreiben, nach außen hin quasi eine selbstwertschonende Erklärung zu bringen, warum gerade jene, die vorher sich öffentlich für eine bestimmte Idee eingesetzt haben, jetzt was anderes vertreten. Also so, da geht es ja sehr dieses, es muss ja ganz erhöht und wichtig gezeichnet werden, damit man eben nicht nachher sagt, mein Gott, da schon wieder eine andere Meinung, was ist denn das für einer, sondern das muss ja zu einer fast heiligen Handlung gewandelt werden, um nicht die Glaubwürdigkeit zu verlieren. Also da gibt es ja noch ganz ein anderes Motiv dahinter, finde ich, nämlich so dieses Selbstwertstärken und Stärkung der Identität und den Meinungswandel quasi zu rechtfertigen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ich habe es in dem Vortrag vielleicht ein bisschen zu einfach gemacht, weil ich das einfach mal so darstellen wollte. Man müsste in dem Fall sehr viel genauer hinschauen. Astrid Sivir und ich waren letztes Jahr mal auf einer Tagung in Basel. Da ging es um solche Fragen und da haben wir noch sehr viel genauer zwischen Konvertiten, Renegaten, Apologeten unterschieden, weil das ja doch unterschiedliche Formen im Umgang mit der eigenen Wandlung sind. Das müsste man in dem Fall natürlich auch machen. Aber Sie haben eigentlich schon das zentrale Stichwort geliefert, die Aussteiger. Das Aussteigen ist, glaube ich, was anderes als diese Wandlung, die ich hier nachgezeichnet habe. Also während die Konversion, um die es mir geht, eigentlich immer die Konversion in ein rigideres System ist, also aus den vielen Freiheiten hinaus, in irgendeiner Form in Reglementierungen hinein oder in das Abschließen der eigenen Position, ist das Aussteigen ja eines, das hinter sich zu lassen. Darum gibt es viele Erzählungen von ehemaligen Rechten, die Aussteiger sind. Aber es gibt diese Konversionsgeschichten nicht in dieser Form, würde ich sagen. Und ich glaube, das logische Argument liegt darin, dass der Weg von links nach rechts einer ist, in dem man sich verengt, weil man bestimmte intellektuelle Spielen und Diskussionen und sowas eben bewusst nicht mehr mitmacht. Während und andersrum wäre es ja der Weg in das Freiere. Es gibt ja auch viel mehr Konversionen von Protestanten zu Katholizismus, also in verschriftlichter Form. Ich glaube, das ist ein strukturelles Problem, es ist viel besser erzählbar. Ja, darin liegt ja auf eine Art und Weise ein antimoderner Impuls, der sich viel leichter verkaufen lässt als das andere. Ja. Aber man müsste diese Aussteigergeschichten sich tatsächlich mal viel genauer anschauen. Das habe ich bislang gar nicht gemacht. Danke. Ja, bitte. Hört man mich? Ja. Okay. Ich kriege das nicht auf die Reihe. Auf der einen Seite beschreiben Sie Konversion als Erweckungserlebnis, das einem quasi zufällt, wie vom Blitz getroffen oder so. Mhm. Während diese Bilder, wo Leute trainieren, um schlanker zu werden oder überhaupt magersüchtig. Da steckt ja harte Arbeit dahinter und eigentlich liegt dem eine Entscheidung zugrunde. Mhm. Wie ist das auf der einen Seite Erweckung, auf der anderen Seite aber bewusste Entscheidung vor dem Hintergrund, den Sie ja sehr gut skizziert haben. Ja. Eine zweite Frage wäre noch, auf die sind Sie eingegangen, wenn Sie das mal erläutern könnten. Wie ist das, warum gibt es kein Zurück zur Linken, sondern nur von links nach rechts, überwiegend wahrscheinlich. Mhm. Ja. Und das Dritte ist, warum sind das vor allem Erzählungen von Männern und weniger von Frauen? Nochmal den letzten Satz habe ich akustisch nicht verstanden. Und Bilder von Frauen? Sie haben gesagt, eher gibt es diese Erzählungen von Männern und weniger von Frauen. Ja. Okay, ich fange mal von vorne an. Sie haben natürlich recht. Man darf die Sachen nicht eins zu eins vergleichen. In dem einen Fall geht es um getroffen werden, blitzartig, also fast eine Epiphanie oder so, eine wirkliche Erweckung. Im anderen ist tatsächlich viel Mühe drin und das stimmt auch. Ich habe diese Geschichten jetzt mal oder diese beiden Fälle nur mal parallelisiert, um zu zeigen, dass man nach dieser Erzählstruktur in unterschiedlichen Feldern suchen kann. Ich schaue mir zum Beispiel auch an, wie der eigene Lebensstilwandel in Bezug auf Ernährung erzählt wird. Davon, also in Podcasts mache ich das gerade, weil das sehr oft beschrieben wird, diese Wandlung des eigenen Lebens über eine ganz bewusste Konsumentscheidung. Also da sind es zum Teil wirklich bewusste Konsumentscheidungen oder eben hier Training. Insofern haben Sie vollkommen recht. Aber mich interessiert die Erzählform, sich über so einen Bruch
oder diesen Bruch als die absolute Information, um die es geht, darzustellen. Bei diesen Vorher-Nachher-Bildern ist dann oft bei Instagram alles andere, was rundherum um diese Bilder ist, hängt mit dieser dargestellten Grenze zusammen. Das sind dann die Schuhe, die man kauft, oder es sind die Routen, die man gelaufen ist, oder das Trainingspensum oder die Kleidung. Das heißt, dieser Bereich, in dem Fall das Training oder auch die Ernährung, werden aufgewertet zu dem fundamentalen Bestandteil dessen, was mich ausmacht. Das interessiert mich. Aber Sie haben wirklich recht, da ist es wahrscheinlich nicht so sehr das getroffen sein, beziehungsweise ich kriege es nicht so raus, weil es ist weniger sprachlich als in den Texten, die ich untersucht habe. Ja? Also da haben Sie recht, warum es mehr Geschichten gibt von links nach rechts als von rechts nach links, das war, glaube ich, die zweite Frage. Ja, ein bisschen das, was ich schon gesagt habe, es ist die Geschichte, die so heroischer zu erzählen ist, weil sie damit zu tun hat, zum Beispiel, ich hoffe, das wurde klar an dem Material, das ich gezeigt habe, dass man bestimmte Diskussionen abbricht, dass man bestimmte intellektuelle Spielereien nicht mehr mitmacht, dass man sich fortan der Wirklichkeit zuwendet, statt nur über die Wirklichkeit zu sprechen. Das ist sozusagen ein Motiv, das ja immer wieder auftaucht, und das hat viel mehr informative Kraft, als wenn man sagt, ja, ich habe jetzt mehr gelesen, ich habe jetzt nochmal andere Positionen zur Kenntnis genommen und mache mir da jetzt mal Gedanken, ist das Heroische zu sagen, nee, ich mache das nicht mehr mit. Und klar, ich habe jetzt 50% weniger Freunde, aber ich brauche auch keine Freunde mehr. Das ist ja die, wenn man so will, publikumswirksamere, in Anführungsstrichen, Erzählung. Ja, und die ist doch eher eine, oder sie scheint einen größeren Reiz auf Männer auszuüben. Ich weiß nicht warum, weil ich mache keine Motivforschung, sondern interessiere mich eher für das Format und die Form der Erzählung. Aber es ist schon auffällig, dass mehr Männer derzeit angeben, wo sie politisch stehen. Ja. Und das ist, ja. Ja, herzlichen Dank auch für diesen tollen Vortrag. Was ich mir noch frage, ob da nicht von vornherein schon eine Verhärtung gegeben ist. Denn wenn ich sage, ich war linker und jetzt bin ich rechter oder bin ich konservativer, was heißt das, ich war linker? Also ob ein Linker, geht auch für die andere Seite, nicht auch gewisse Veränderungen durchmachen kann, ohne dass er deswegen ein Konservativer sein muss. Denn auch ein Linker könnte akzeptieren, dass gewisse Dinge, die er vielleicht vorher dogmatisch angenommen hat, nicht so sind, und trotzdem kann er links sein, und natürlich auch auf der anderen Seite. Und ich meine auch, wenn da steht, oder wenn Sie gemeint haben, ich bin ein Mensch, der ist ein bisschen Offenheit und Verengung, ich sehe eigentlich nur die Verengung. Denn wenn ich sage, ich bin ein Mensch, na gut, ja, das ist ja nichts Neues. Aber in dem Moment, wo ich schon hinzufüge, der, heißt das von vornherein nicht irgendein Mensch, sondern ich bin ein ganz bestimmter, der diese Verhaltensweise hat oder diese Präferenzen hat. Also ich glaube, dass in diesen Fällen, aber vielleicht sind Sie ganz anderer Meinung, schon von vornherein eine Verhärtung da ist und dass es dann eigentlich Dogmatiker sind, die von der einen Seite in ein anderes Dogma gehen. Wir haben, das ist jetzt nur empirisch, aber gerade in Österreich, aus meiner Zeit, wie ich noch studentisch war, dass sehr viele Maoisten weit nach rechts gegangen sind. Vielleicht ist das zufällig, aber die hatten ein Dogma. Und wenn das Dogma nicht mehr stimmt, muss es ein anderes Dogma geben. Aber Sie können nicht sozusagen diese Offenheit haben, diese Veränderung durchmachen. Das halten Sie einfach psychisch nicht aus. Mhm. Aber vielleicht ist das auch nur eine Theorie von meiner Seite. Ja. Gebe ich Ihnen absolut recht. Also das ist so, es gab schon bestimmt bei ganz vielen dieser Fälle, also bei Matusek ist das auf jeden Fall so, bei Bolz könnte man das wahrscheinlich auch rekonstruieren, gab es schon immer die Tendenz, in so bestimmten Dogmen, seien sie früher links oder jetzt, zu denken. Also da, das ist wahr. Ich würde trotzdem gerne an diesem Begriff der Selbstverhärtung insofern festhalten, weil er mir das erlaubt, Dinge zu vergleichen, die wir eigentlich üblicherweise nicht vergleichen. Also die Verhärtung des eigenen Körpers, die ja sichtbar ist, ebenso wie das Abschließen von so diskursiver Weichheit oder Offensein für Gegenargumente. Also da stecken Diskursstrategien, Körperpraktiken und auch politische Positionen zusammen. Darum finde ich diesen Begriff einfach für mich und mein Projekt so brauchbar. Aber Sie haben recht, wahrscheinlich gab es diese Selbstverhärtung in diesen Fällen immer schon. Ja. Gibt es noch eine weitere Frage aus dem Publikum? Ja, das habe ich doch gedacht. Wie sieht es aus?
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich fand das sehr spannend. Ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, mit dieser Idee, dass nach rechts gehen vor allem eine Einschränkung ist. Und gleichzeitig dachte ich an dieses, also Sie haben das mal beschrieben, dass diese Leute auch erzählen, sie finden sozusagen zu sich. Und ich bin jetzt die ganze Zeit, ich bin natürlich mit was anderem beschäftigt als Soziologe, Sozialpsychologe, nämlich tatsächlich mit den Motivationen auch. Und ich habe mich gefragt, mir schwirrt die ganze Zeit Bourdieu im Kopf rum, wo ich so, oder so zwei Fragen vielleicht. Das eine ist, ob nicht eventuell auf diesem Weg tatsächlich etwas von dem Habituellen, was vorher da war, was im linken Kreisen vielleicht auch befragt wurde und immer mehr befragt wird, weil sich der linke Diskurs ja auch sehr ausdifferenziert hat. Also ob das nicht vor allem als Bedrohung wahrgenommen wird und im konservativen Milieu auf einmal, das haben Sie ja selber beschrieben eigentlich, dass diese Vielstimmigkeit irgendwie nicht mehr, also sozusagen, dass auch eine Abwehr dieser Vielstimmigkeit und damit auch immer der Kritikförmigkeit und der Selbstkritik darstellt und dann auf einmal, wo ich wieder in sozusagen auch einem Ursprungsmilieu, auch einem familiären, einem schichtspezifischen Ursprungsmilieu ankomme, dass sich tatsächlich so anfühlt, dass ich da jetzt ankomme und mein eigenes Ich als Unhinterfragtes, mein Habitus als Unhinterfragter irgendwie auf einmal sozusagen so akzeptiert werden kann. Und ja, das vielleicht so als Idee, und deshalb finde ich es, glaube ich, auch nicht so zufällig, dass es weiße Männer sind, aus wahrscheinlich auch bestimmten gesellschaftlichen Schichten, denen nämlich diese Vielstimmigkeit des Diskurses wenig bringt, während bei Frauen immer auch ein Kampf irgendwie da ist, wo diese Befragung auch etwas Emanzipatorisches, also sozusagen auch die, genau aus der eigenen Situation heraus hat. Ja, also da müsste man jetzt, also da kann ich nicht so unmittelbar darauf reagieren. Ich glaube, dass das so ist und dass es so eine Form von habitueller Disposition, die noch gar nicht zur Verfügung steht, auf die man dann irgendwie im Laufe seines Lebens stößt und dann das wirklich als eine individuelle Befreiung fühlt, dass das mit Sicherheit so ist. Ich frage so nie, das ist nicht meine Frage, sondern ich frage mich eher, warum erzählt man sich gerade so? Und klar, wir können jetzt sagen, das sind die weißen Männer, die so reden. Wenn es um Ernährung geht, sind es viel stärker die Frauen, die sagen, seit ich nicht mehr so lebe, bin ich so und so. Und es scheint in diesem seit ich nicht mehr bin, in diesem Satzanfang scheint irgendetwas zu liegen, was einem dann ermöglicht, den ganzen nächsten Absatz oder die nächsten fünf Seiten viel freier reden zu können, weil dem so ein Bruch vorangeht. Und Bourdieu, das muss man jetzt wirklich mal anschauen, ist ja selbst auch konvertiert. Er hat ja eine Soziobiografie, also eine autobiografische Schrift geschrieben, und seine Härte, also seine harten soziologischen Sätze, die immer auch mit einer Abwertung der Philosophie einhergehen, gehen immer darauf zurück, dass er sagt, ich habe die Philosophie, die akademische Philosophie verlassen, als ich mit Feldforschung konfrontiert war. Das heißt, ich habe die Realität wirklich gesehen, wovon die anderen nur immer gesprochen haben. Also dieser ganze Kritik am scholastischen Irrtum und all das macht er genauso. Ich finde, seine Diskursstrategie in seinen Werken eigentlich ganz faszinierend, wie er es schafft, sich eine Position aufzubauen, die sich gegen Kritik verschließt, aber gegen eigentlich alle austeilt. Also es wird ja bei ihm niemand verschont. Und bei ihm im Werk würde ich fast das nachzeichnen, was ich jetzt an Bolz und Kleine Hartlage auch beschrieben habe. Es ist immer dieser eigene Bruch im eigenen Leben und eine Erfahrung eines Ungenügens eines bestimmten akademischen Blicks. Ja. Weil, ich wollte auch mal. Ich wollte nur zwei Aspekte nachfragend einwerfen. Der eine, der tauchte eben gerade wieder auf, und den hatte ich bei Ihnen die ganze Zeit aber rausgehört, inwieweit es nicht auch eine Triebkraft ist oder triggert, dass es eigentlich unglaublich anti-intellektuell ist, der Habitus. Was ja dann immer wieder gesagt wird, ich habe es jetzt erkannt, wo, in welchen Theorien hat man sich da verstiegen. Genau. Und mir ist bei dem Vortrag ein bisschen durch den Kopf gegangen, eine andere Person, eher Jürgen Elsässer, in einer Omnipräsenz,
Und gerade nach dem Einwurf, der jetzt erfolgt ist, habe ich mich da auch gefragt, hat er sich nicht auch ein bisschen dem entzogen, wie er sich heute präsentiert? Mhm. Also kurz gesagt, er war in der linken Szene, naja, salopp auch formuliert, jemand, wo man langsam merkte, das ist aber schon ein ganz kräftiger Mann, der da so auftritt. Ja, der hat sich eigentlich einer bestimmten Diskussion dem linken Milieu auch entzogen. Er sagt ja nicht nur, ich bin ein Deutscher und Deutschland soll deutsch bleiben, sondern ich bin ein Mann und Männer sollen Männer bleiben. Ja, ja. Spielt das bei den anderen auch so eine Rolle? Also der Hinweis ist schon sehr wichtig, weil es, was ich zum Teil hier als Wandlung beschrieben habe, wird von den Leuten selbst oft als Kontinuität auch beschrieben. Also bei Elsässer würde ich ja vermuten, dass der sagen würde, nee, ich bin eigentlich der gleiche geblieben. Die Umstände haben sich nur so schlimm geändert. Das würde Bolz, glaube ich, auch immer sagen. Eigentlich bin ich immer der gleiche geblieben, aber jetzt muss ich anders reden, weil die Welt hat sich so dramatisch verändert. Also das ist bei Elsässer auf jeden Fall der Punkt. Und der Hinweis auf das Anti-Intellektuelle, darin scheint ein großer Reiz zu liegen. Also das meine ich mit Diskursstrategie, dass man durch diesen Hinweis auf das eigene, höchstpersönliche Erfahren und Erfahrungen, die man gemacht hat oder auch Ereignisse, die die eigene Position so geprägt haben, dass die schwer diskursivierbar sind, weil das hätte man auch erfahren müssen. Und dann würde man genauso denken wie ich. Und wenn man so denkt wie ich, sieht man die Wirklichkeit halt klarer. Und das hat ja einen großen Reiz, wenn man so sprechen kann. Dann muss man sich eben nicht so an Sprachspiele und Diskursregeln und das bessere Argument und was wir alle halt so kennen, halten. Weil man viel autoritativer sprechen kann, qua gelebter Erfahrung. Und das ist der große Reiz an diesem, ja, wie Sie richtig gesagt haben, anti-intellektuellen Moment, das in dieser Erzählung, glaube ich, liegt. Ja. Also das war diese Gegenüberstellung von verkünstelt denken oder konkret leben. Ja, ja, ganz herzlichen Dank. Wir haben, glaube ich, noch andere Gelegenheiten, weiter zu diskutieren. Ich wollte nur gerne die Brücke schlagen zu dem anderen Komplex, den wir hatten, Verschwörungstheorien. Und kurz anmerken, dass ja auch viele Anhänger von Verschwörungstheorien solche Erweckungserlebnisse erzählen. Gerade diese Telegram-Chats, die man so studieren und nachlesen kann, die auch genau das berichten, so ein epiphantischer Moment. Ich habe plötzlich erkannt, die Welt ist ganz anders. Und dieses, was du beschrieben hast als antidiskursives oder diese Immunisierungsstrategie mit Verweis auf eigenen Erfahrungen, ist ja da ganz interessant, dass man eigentlich so was Analoges hat, nämlich der Verweis auf die eigene Recherche. Also nicht nur die eigene Erfahrung wird in verschwörungstheoretischen Milieus erzählt, sondern schau selber nach, du wirst die Information finden. Ja. Das wäre dann so eine Art Brücke zu dem, was du jetzt zwischen Erfahrung und irgendwie einer neuen Form von Diskursivität. Ja. Und da kommen wir vielleicht auch noch in der Podiumsdiskussion auch morgen dazu, was tun, wie spricht man eigentlich mit solchen Milieus, wie spricht man mit solchen Akteuren, die so eine Selbstverhärtung durchlebt haben, beziehungsweise jetzt erzählen, aber sich nicht mehr die Gegenerzählung anhören wollen. Ja. Vielen, vielen Dank, das war ein, finde ich, sehr toller Auftakt für die Veranstaltung. Ich finde, wir haben jetzt ein breites Panorama von Radikalisierung, was das alles bedeuten kann. Danke. Danke.